Die historische Postmeilensäule an der inneren Schneeberger Straße ist nach ihrer Sanierung seit heute wieder komplett. Ein halbes Jahr lang wurde das Wappenstück von einem Fachbetrieb aufgearbeitet. Keine leichte Aufgabe, denn die Zwickauer Postmeilensäule unterscheidet sich deutlich von anderen und stellt eine Ausnahme dar. Es ist das Material, was diese Säule so einzigartig macht. Sie besteht aus Marmor. Andere sind hingegen aus Sandstein oder Porphyr. Damit besteht dieses Exemplar zwar aus einem hochwertigeren Material, was aber in der Handhabung etwas schwieriger ist. Im November 2002 wurde die Säule feierlich enthüllt. 10 Jahre später blätterte die Farbe ab. Der Restaurator betonte aber, dass es sich keineswegs um eine schlechte Arbeit handelte. Der Künstler Wolfgang Jakob aus Gundelfingen betrat seinerzeit bei der Herstellung der Säule ein gewisses Neuland. Es ist eine hervorragende Arbeit, die also ein Kollege gemacht hat in den alten Bundesländern. Und es gibt aber keine Erfahrungswerte, so reichhaltige Farbfassungen, Vergoldung im Freiraum. Das ist also, da gibt es keine Erfahrung und deshalb ist das auch schon nach kurzer Zeit haben sich hier die ersten Schäden gezeigt. Da hat sich also die Farbfassung teilweise verabschiedet und auch die Vergoldung. Ne? Doch nun ist das Wappenstück der Säule wieder perfekt. Ein halbes Jahr war der Restaurator damit beschäftigt, insgesamt 6 Farbschichten aufzubringen. Warum eigentlich so viele? Ja, das ist so. Sie zieht doch auch Unterwäsche an, oder? Hinter dieser witzigen Aussage steckt aber viel handwerkliche Erfahrung. Nur so konnte der Steinrestaurator auch sicher gehen, dass der neue Farbauftrag sehr langlebig wird. Der Farbaufbau von unten nach oben, das ist das Wichtigste. Wenn ich mir also etwas ein bisschen Farbe kaufe und male das an, dann hält das nicht. Es wird also schellackiert, verdünnt, also verlängert, erstmal dünner, dann dicker und dann wird das untermalt, 2-mal weiß, um die Poren zu schließen und stabilen Aufbau zu geben, dann Ocker, Untermalung für die ganzen vergoldeten Stellen und farbische Untermalung für die einzelnen heraldischen Farbfassungen da, die da drauf sind. Ne? Die Kosten für diese Restaurierung belaufen sich auf etwa 12.000 Euro. Und der Restaurator ist sich sicher, dass die Farbe diesmal nicht schon nach 10 Jahren wieder abblättert.